Heute geht es um die Änderung im Venture Capital Geschäft der NRW Bank. Und ich begrüße zu diesem Thema sehr herzlich unseren NRW Wirtschafts- und Digitalminister, Professor Dr. Andreas Pinkwart, Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW Bank, und Frau Dr. Irina Staats-Granzer, Inhaberin und Geschäftsführerin der Staatsbusiness Development und Strategy. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Minister Pinkwart, Sie haben die Änderung im VC-Geschäft der Bank ja sehr stark mitbegleitet und auch selber vorangetrieben. Was hat Sie da motiviert? Warum brauchen wir aus Ihrer Sicht mehr VC für NRW? Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns ja in den letzten Jahren wiederholt auch hier getroffen bei der NRW Bank zum Thema Venture Capital. Wir haben deutlich gemacht, dass, wenn wir uns die Statistiken ansehen, Nordrhein-Westfalen eines der spannendsten Standorte im Herzen Europas ist für das Thema Startup-Business. Der Startup-Monitor bestätigt uns das auch Jahr für Jahr mit wachsender Tendenz, dass wir hier ganz tolle Startup-Unternehmen haben. Wir haben hier einen der dichtesten Wissenschafts- und Forschungsstandorte Deutschlands. Das hat die Exzellenzinitiative nochmal deutlich gemacht. Wir haben daraufhin auch nochmal unsere Aktivitäten im Bereich Startup-Förderung intensiviert über die gesamte Pipeline, wenn man so will. Zum einen über das Gründerstipendium, was wir seit über 3 Jahren am Start haben, mit jetzt über 2300 Stipendiatinnen und Stipendiaten, also in der wirklichen Frühphase, nochmal zu Gründungen, innovative Gründungen in der Breite auch, ist ja nicht nur in der Spitze, in der Breite, innovative Formen zu verstärken. Ja, und wir haben dann neben dieser spannenden Förderung innovativer Vorhaben eben auch das Thema Gründungen aus unseren Hochschulen, Forschungseinrichtungen nochmal verstärkt mit unserem Wettbewerb Startup Excellence Center, wo das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt über 5 Jahre 150 Millionen Euro bereitstellt für 6 Unis plus weiteren Universitäten, für die wir ergänzende Themen auch haben entwickeln können. Und das ist natürlich auch ein riesiges Investment, was es auch so im Kontext, im deutschlandweiten Kontext, so bisher nicht gegeben hat, dass sich ein Bundesland oder der Bund selbst so stark engagieren würde, um herausragende, erfolgversprechende Gründungsvorhaben aus Hochschulen noch besser frühzeitig und besser identifizieren und sie gezielter auch noch fördern zu können, damit das Angebot eigentlich zu verstärken an chancenreichen Unternehmen, die auf der anderen Seite dann aber eben auch einer entsprechenden guten Finanzierung bedürfen. Und da geht es natürlich darum, dass wir Family and Friends und Business Angel natürlich im Blick haben und uns auch darum kümmern, dass wir uns auch darum kümmern, als das Bundesland mit absolut gesehen den meisten Hidden Champion, dass wir auch die Family Offices, die Familienunternehmer auch mit ansprechen. Wir haben jetzt gerade erst vor wenigen Wochen wieder eine ganz tolle Veranstaltung gehabt, weil Familienunternehmer natürlich auch in Startups ein ganz wichtiges Instrument sehen, um sich selbst transformieren zu können, um neue Geschäftsfelder aufschließen zu können und sich dann auch mit eigenen Mitteln an diesen Unternehmen zu beteiligen, im Gegenzug aber auch eine Skalierungsperspektive schaffen zu können, weil sie ja in Champion in ihren Segmenten globale Marktführer sind, können sie natürlich ein Startup sozusagen Huckepack nehmen und gleich einen globalen Markt mit erschließen helfen. Also auch das versuchen wir weiter voranzutreiben. Und dann ist natürlich das nahezu klassisch zu nennende VC-Geschäft ein ganz großes Thema. Hier freuen wir uns darüber, dass wir den Hightech-Gründerfonds mit seinem Hauptsitz in Bonn haben. Seit über 15 Jahren sehr erfolgreich mit mehreren Fonds. Dass wir die NRW-Bank natürlich hier haben, lieber Stölting, die eben auch schon seit vielen Jahren auch sehr aktiv ist und auch sehr schöne Erfolge auch vorzuweisen hat. Die NRW-Bank, die ihr Geschäft auch immer breiter auch aufgestellt hat. Da wird Herr Stölting, Sie werden ja gleich dazu vortragen. Und wir hatten auch mit Blick auf die Tatsache, dass das VC-Kapital gemessen an dem Potenzial, was wir in Nordrhein-Westfalen sehen, noch nicht die Größenordnung erlangt hatte, 2016, 17, wie das aus unserer Sicht wünschenswert, aber auch aus unserer Sicht notwendig wäre, haben wir ja seinerzeit auch gesagt, die NRW-Bank
verstärkt nochmal die Mittel, die sie für dieses VC-Geschäft bereitstellt, verdoppelt annähernd nochmal ihr Investment. Und wir haben das dann auch gemeinsam in unseren guten Gesprächen verknüpft mit der Frage, wie können wir denn das VC-Geschäft dann auch noch weiter professionalisieren, in welcher Organisationsform, in welcher Art und Weise der Bearbeitung der Themen. Und das wollten wir Ihnen heute das Ergebnis sozusagen vorstellen. Ich bin jedenfalls sehr dankbar dafür, dass die NRW Bank diese Arbeit in den letzten 16 Jahren bereits geleistet hat für das Land, immer mit zunehmendem Engagement, mit größeren Volumina und jetzt in einen nächsten Schritt hineingeht, in eine nächste Phase der Entwicklung ihres VC-Geschäfts. Das ist von zentraler Bedeutung für Nordrhein-Westfalen. Wir sind in den Zahlen, wenn wir das sehen, 2017 zu 2019, von 93 Millionen Euro auf fast 300 Millionen beim VC-Kapital in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Wir sind im letzten Jahr pandemiebedingt etwas zurückgegangen, aber wir sind immer noch doppelt so stark gewesen im vergangenen Jahr wie 2017, was das Finanzierungsvolumen anbetrifft, was schon zeigt, dass wir uns auf einem höheren Niveau eingependelt haben. Aber von dem aus wollen wir jetzt nach der Pandemie noch mal kräftig durchstarten. Und da freue ich mich sehr darüber, dass wir Ihnen heute diese Veränderung bei der NRW Bank vorstellen können, die aus meiner Sicht die Grundlage für diese nächste Wachstumsphase darstellen. Ich würde gerne noch aus meiner Sicht ergänzen wollen, dass wir nicht nur diese starken Player hier haben, dankenswerterweise, sondern dass wir zum Beispiel auch das Fundraising Capital haben, das ehemalige Team von Tengelmann Ventures und Christian Winter. Die haben kürzlich verkündet einen 300-Millionen-Euro-Fonds mit Standort Essen, besonderem Fokus Ruhrgebiet, aufzulegen. Das zeigt auch hier, welches Potenzial gesehen wird. Auch Capnamic aus Köln plant, einen Fonds in dreistelliger Millionenhöhe aufzulegen. Und zuletzt wurden Planungen von Tim Schumacher, einem der erfolgreichen Business Angel im Land, laut, einen auf Klimaschutz spezialisierten Fonds ebenfalls in dreistelliger Millionenhöhe aufzulegen. Und wir sind auch hier, Felling und ich, im Austausch. Also das ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz starkes Signal, dass durch die großartige Arbeit der NRW Bank und andere Akteure immer mehr dann auch kommen, das Potenzial sehen und von Nordrhein-Westfalen aus auch ihr Venture-Geschäft weiterentwickeln wollen. So viel von meiner Seite. Kommen wir zu Herrn Stölting und den Neuerungen. Also die NRW Bank ist ja schon seit 2005 im VC-Geschäft tätig. Herr Minister Pinkwart hat es erwähnt. Jetzt in der Corona-Krise hat die NRW Bank ihr Angebot in dem Bereich auch ausgedehnt mit Startup Akut. Jetzt die neuen Änderungen im VC-Bereich, speziell mit dem Venture-Fonds. Vielleicht stellen Sie die einmal kurz dar. Was sind die größten Veränderungen? Ja, mache ich sehr gerne. Also wir haben ja ausgehend von einer Bestandsaufnahme, rückblickend auf unsere Aktivitäten, wie gesagt, die wir seit 2005 schon in dem frühphasigen Geschäft, im Venture-Capital-Geschäft entfaltet haben, uns den Gesamtmarkt nochmal angeguckt, weil das Ziel natürlich für uns auch war, uns zu vergleichen mit anderen professionellen, privaten VC-Firmen. Wir haben im Grunde genommen drei maßgebliche Themen entdeckt, bei denen wir jetzt auch dann nochmal unsere Aktivitäten weiter schärfen. Das ist zum einen der Venture Circle. Das ist etwas, wo wir uns bewusst externe Expertise in die Bank hineinholen durch ausgewiesene Experten aus der Venture Capital Szene. Frau Dr. Staats-Kranzer ist eine der Mitgliederinnen dieses Gremiums. Wir sind sehr erfreut, dass sie sich bereit erklärt hat, uns dabei zu unterstützen. Es ist ein sechsköpfiges Expertengremium, das sich 3 bis 4 Mal im Jahr mit unseren Venture-Capital-Kolleginnen und Kollegen trifft, um sozusagen ihre Expertise dann mit einzubringen, mit Blick auf das Portfolio der NRW Bank, aber auch auf Marktaktivitäten, Markttendenzen, die zu beobachten sind und die möglicherweise dann auch für Nordrhein-Westfalen entsprechende Relevanz haben. Wir haben hier Experten und Expertinnen aus dem Bereich Cleantech und Life Science sowie IT und Tech generell. Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier, ich glaube, auf der Presseinformation sind die einzelnen Namen auch aufgeschrieben nochmal, dass wir diese Experten gewinnen konnten, um sozusagen nochmal die externe Sichtweise auf unsere Aktivitäten, aber auch Impulse zu bekommen, wie wir unser Venture-Geschäft noch mehr spezialisieren, ausrichten können, um eben entsprechend hier die wichtigen Impulse, die Herr Minister Pinkwart eben für NRW entsprechend genannt hat, auch hier in unser Venture-Capital-Aktivitäten einfließen zu lassen. Das war das erste Thema. Das zweite Thema ist stärker nach innen gerichtet. Wir haben bei der Entscheidungsfindung, ob wir in ein
Start-up oder investieren oder nicht investieren, in der Bank ein Expertengremium geschaffen, ein Investitionskomitee, Investmentkomitee, das sich nicht nur aus Experten unseres VC-Bereiches zusammensetzt, sondern auch aus Bereichen der Bank, die nicht typische Bankgeschäfte sind, sage ich mal. Dazu gehört zum Beispiel IT-Expertise. Als Bank ist man natürlich in diesem Bereich technologisch auch mit dabei und relativ stark an der Front. Und deswegen haben wir da spezielle IT-Expertise reinzunehmen, um sozusagen auch bei der Entscheidungsfindung noch tiefer in die Fachlichkeit auch reingehen zu können, die Teile unserer VC-Kolleginnen und Kollegen ohnehin schon haben. Und wir erhoffen uns hierdurch dann sozusagen auch einen schnelleren und noch tiefer gehenden Entscheidungsprozess, um entsprechend dann auch bei den Fällen entsprechend agieren können. Ich habe eben noch mit unserem Bereichsleiter hierzu gesprochen. Wir haben am Mittwoch dieser Woche die erste Sitzung dieses Investitionskomitees. Da gibt es auch schon zwei Fälle, die da behandelt werden. Also wir sind gespannt, wie das dann auch funktioniert. Und die dritte wesentliche Maßnahme, die wir identifiziert haben und umgesetzt haben, ist, dass wir unsere Prozesse innerhalb der NRW-Bank noch mal deutlich beschleunigt und verschlankt haben. Banken, wissen Sie, sind gewissen Regularien unterworfen. Das zählt auch für Förderbanken. Gleichwohl haben wir schon noch einige Felder identifiziert, wo wir es schaffen können, durch Prozessschritte, die entfallen können, trotzdem aber nicht den Bankbetrieb gefährden, entsprechend hier agiler und deutlich schneller agieren zu können. Das Ganze, diese drei Maßnahmen, die ich jetzt eben skizziert habe, haben wir noch kommunikativ entsprechend begleitet durch A, einen neuen Auftritt unserer VC-Aktivitäten. Wenn Sie jetzt auf die Internetseite der NRW-Bank gehen, dann werden Sie unter dem Label, und das ist der zweite kommunikative Punkt, der neu ist, NRW Venture, werden Sie dort einen, wie ich finde, sehr professionellen VC-Auftritt unserer Aktivitäten dort finden, wo sozusagen neben den Ansprechpartnern und den Lebensläufen auch die Portfoliounternehmen vorgestellt werden, auch die wir bereits geexit haben und so weiter. Also ein noch marktnäherer und sehr dezidierter Auftritt, um sozusagen dann über diese Themen auch für die Gründer und die Start-ups, aber auch für Investoren noch mehr Transparenz über unsere Aktivitäten herstellen zu können. Vielleicht können Sie das Ziel noch ein bisschen ausformulieren. Welches Ziel haben alle diese Veränderungen? Ich glaube, man kann das zusammenfassen unter der Überschrift ein VC-Mindset schärfen. Wir hatten ja eben schon festgestellt, die NRW-Bank ist seit 16 Jahren in dem VC-Bereich tätig, sicherlich am Anfang als Neuling und hat sich zunehmend auch etabliert als Marktpartner. Das sehen wir auch in den Ansprachen, die wir von Investoren bekommen. Gleichwohl haben wir gesagt, wir müssen gucken, dass wir sozusagen hier eine gewisse Abkopplung von dem Thema Bank, Förderbank hin zu mehr VC bekommen. Und das ist uns, glaube ich, ganz wichtig hier bei den Zielen. Deswegen haben wir auch nicht aus kosmetischen Gründen den Namen NRW Venture gewählt, sondern wir haben hier bewusst auch das Thema Bank bzw. Förderbank dann weggelassen, um auch diesen Mindset, den wir versuchen, sowohl bei der Umsetzung der Fälle als auch nach innen zu wirken, bei der Beschleunigung von Prozessen, hier zu verdeutlichen. Es kann immer noch gewisse Hemmschwellen geben, warum sozusagen Gründer, Start-ups bzw. auch Investoren möglicherweise nicht in erster Linie an die NRW-Bank in diesem Teil denken, wenn sie Finanzierungsvorhaben haben. Und da wollen wir ganz klar sozusagen diese Hemmschwelle weiter runternehmen, um zu sagen, okay, hier sitzen Leute, die sind absolut auf Augenhöhe und vergleichbar mit klassischen privaten VC-Gesellschaften im Tun, im Betrachten der Fälle und auch in der Schnelligkeit der Umsetzung, wenn es darum geht, Fälle dann auch entsprechend einzugehen. An der Stelle würde ich gerne noch mal zu Herrn Minister Pinkwart gehen. Was versprechen Sie selbst sich von den umgesetzten Veränderungen jetzt beim NRW Bank Venture Fonds? Ich verspreche mir davon, dass das Potenzial, von dem ich eben gesprochen habe, dass wir das Potenzial auch wirklich heben können. Und ich sehe das mit dem Venture Center sehr schön. Das ist ein tolles Beratungsangebot, was jetzt gemacht wird von der NRW Bank. Ist es noch schlanker, ist es transparenter nach außen, ist es nach innen auch, das hat Herr Stölting dargelegt, in den Prozessen stärker auch auf Venture-Geschäft ausgerichtet. Ist es nicht so im engeren Sinne das klassische Banken-Venture, ja, es ist schon ein bisschen mehr Venture. Das ist nicht selbstverständlich für Banken, sind ja anders reguliert, sind anders organisiert und hier stellt sich die Bank eben nochmal einen neuen Schritt professioneller auf.
geht auf das Potenzial in Nordrhein-Westfalen, das wir haben, zu. Das hilft uns auch im Bereich der Seed-Finanzierung schon, aber eben auch in den nächsten Wachstumsrunden, dass wir einen starken Player hier im Land haben, der unsere Start-up-Unternehmen aus den Hochschulen, aus anderen Bereichen begleiten kann, sehr professionell mit Beratung, aber eben auch mit Finanzierung. Ich glaube, das ist ganz zentral für das, was wir für Nordrhein-Westfalen erreichen wollen, dass wir hier wirklich bezogen auf die Möglichkeiten, die wir sehen, zu dem attraktivsten Start-up-Standort im Herzen Europas werden. Dem ist ja auch unser Scale-up-Programm gewidmet. Wir wollen uns ja zu den Top-10-Standorten in Europa entwickeln. Da haben wir gute Voraussetzungen, aber wir müssen eben auch weiter daran arbeiten, diese internationale Sichtbarkeit zu erreichen. Dafür brauchen wir starke Partner, gerade auch auf der Venture-Seite. Und die NRW-Bank ist hier in NRW unser stärkster Partner. Wenn dieser starke Partner sich weiter professionalisiert, sich weiter dort verstärkt, damit auch andere natürlich auch anlockt, ist das für uns von zentraler Bedeutung. Vielleicht darf ich das hier nochmal mit ansprechen. Ist ja so, dass die NRW-Bank sich nicht nur direkt beteiligt, weil ganz zentral ist ja, dass die NRW-Bank auch in andere Fonds investiert. Mit der Zielrichtung, dass dann möglichst dieser Fonds auch Startups aus Nordrhein-Westfalen finanziert. Das heißt, die NRW-Bank hat ja mehrere Zugänge, mehrere Möglichkeiten und verstärkt damit das Angebot in doppelter Hinsicht. Und das ist, glaube ich, von ganz zentraler Bedeutung auch. Und je größer das Engagement dort wird, die Professionalität dort wird, lernt man wiederum auch für das Direktgeschäft, vice versa. Also ich denke, das ist genau der notwendige nächste Schritt, den wir jetzt hier für Nordrhein-Westfalen gehen können. Kann man diese Ziele, die Sie sich gesetzt haben, auch mit einem Volumen hinterlegen? Gibt es da ein bestimmtes Planvolumen, was Sie anstreben, Herr Stölting? Ja, ich nehme mal gerade den Faden von Minister Pinkwart auf. Die Aktivität, die er zum Schluss dargelegt hat, damit fange ich jetzt mal an. Ich komme gleich zu den anderen Volumina. Das ist in der Tat ein Baustein in unserer Frühphasenfinanzierung, den wir auch noch mal deutlich erhöht haben. Wir haben bei uns heißt das Geschäft drittgemanagte Fonds, wo wir als NRW-Bank uns an anderen Fonds beteiligen, die genau in diesem Venture-Segment unterwegs sind. Und Sie haben genau die Namen eben auch genannt, die ja hier für Nordrhein-Westfalen auch wichtig sind. Also Capnemics in Köln, wo wir beteiligt sind und gerade auch in der Prüfung des dritten Fonds, der ja in der Entstehung ist, Tengelmann Venture bzw. Cuse Capital. An denen haben wir uns auch beteiligt. Also wo wir nochmal auch als NRW-Bank, als Kapitalgeber für die Fonds Impulse setzen wollen, um sozusagen dann auch hier das Signal NRW und das Kapitalangebot nochmal zu verbreitern. Ansonsten wurde es ja auch schon beschrieben, wir haben ja neben den Finanzierungsthemen auch Beratungsthemen. Das Thema Venture Center sind ja unsere Aktivitäten, wo wir an den Universitäten wie so eine Art Trüffelsucher Kolleginnen und Kollegen haben, die suchen Projekte, die möglicherweise dann auch relativ schnell in eine Kommerzialisierung gehen können, also sprich dann auch wirklich den Start-up-Impuls nehmen können und dort in die Gründung gehen. Und dann ist sozusagen die nächste Phase ja das Seed- und auch das Venture-Thema. Wir haben in Gesamtsumme, jetzt komme ich zu den Volumina, was jetzt unsere aktuellen Fonds angeht, der drei Generationen, die wir bereits jetzt seit 2005 schon haben, 250 Millionen Euro an Venture Capital soweit bereitgestellt. Wir haben daneben aber auch dann die Seed-Finanzierung mit 90 Millionen nochmal über mehrere Generationen. Und wir haben natürlich zusätzlich noch Fonds-Initiativen, die wir auch als Cornerstone-Investor, also als einer der markanten Kapitalgeber begleitet haben. Dazu zählt der Gründerfonds Ruhr beispielsweise, bei dem wir mit 15 Millionen dabei sind. Und auch der Neotech-Fonds hier im Rheinland, bei dem wir auch mit 15 Millionen, also in Summe dann nochmal 30 Millionen, das begleiten. In Aachen sind wir einer der Cornerstone-Investoren, was den Tech-Vision-Fonds angeht, der ja auch im frühphasigen Geschäft bis hin zu Series B und C unterwegs ist mit finanzieren. Das in Summe gibt, glaube ich, ein sehr gutes Bild über das, was wir alles dort tun. Wir, Herr Minister hat es ja angesprochen, wir werden das weiter gesehen mit einem Schub. Vorgesehen ist eine vierte Venture Capital Fondsschaffung. Wir sind im Moment noch in dem Dreier noch nicht ausinvestiert, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir bereiten bereits alles vor und gehen davon aus, dass wir in 2022 dann auch mit dem vierten Fonds dann an den Start gehen werden können.
In Summe würde ich vermuten, dass wir hier in den nächsten 5, 6 Jahren kriegen wir, was die Gesamtvolumina durchaus da auch noch mal eine Verdopplung der Ist-Zahlen hin, die wir da haben. Denn das ist auch unser Anliegen hier entsprechend, die Aktivitäten für Nordrhein-Westfalen dort zu unterstützen. Und wir sehen das, dann bin ich auch fertig, wir sehen das auch an den aktuellen Zahlen. Wir haben in 2021 bereits 7 Finanzierungen auf der Venture-Seite im Volumen von etwas über 11 Millionen bereits getätigt. Wir haben in 2020 da auch entsprechend, das war ja das Pandemiejahr, was ja auch für Venture nicht einfach war, haben wir im Prinzip dann auch dort 15 Finanzierungen im Venture Capital für einzelne Start-ups genommen mit einem Volumen von knapp 14 Millionen. Und es ist ja eben auch ausgeführt worden, wir haben Seedcap und mit NRW Startup Akut haben wir ja auch ein Programm aufgelegt, das mittlerweile, also nun das Startup Akut, was wir explizit ja aufgelegt haben im April letzten Jahres, um die Startups auch zu unterstützen bei der Bewältigung der Pandemie, weil dort natürlich auch Liquiditätsthemen aufkamen. Mittlerweile haben wir dort 150 Fälle bis Ende des ersten Halbjahres 2021 finanzieren können und damit sozusagen auch den Impuls, den wir uns alle erhoffen, entsprechend geben können auf der Finanzierungsseite. Vielleicht haben Sie 1 bis 2 Beispiele so für besonders gute Unternehmen aus dem Bereich, die NRW-Bank finanziert hat? Ganz aktuell das Unternehmen HoloBuilder ist ein deutsch-amerikanisches Unternehmen, entstanden aus der RWTH Aachen. Das muss man sich vorstellen, das ist ein Unternehmen, das ungefähr so funktioniert wie Google Street Maps, bloß für Großbaustellen, also für den Bausektor. Sehr erfolgreich, insbesondere in den USA in der Vermarktung. Die Expertise ist hier entstanden. F&E sozusagen oder Research and Development findet nach wie vor in Aachen sehr stark statt. 2019 sind wir eingestiegen in das Unternehmen und haben das im Juni diesen Jahres erfolgreich an einen strategischen Investor, der jetzt auch mit noch mehr Geld dem Unternehmen die weitere Wachstumschance gibt. Und das Unternehmen wächst bereits sehr stark. Ich nenne Uberge aus Köln. Das ist ein Unternehmen, in das wir auch in der dritten Finanzierungsrunde als einer der Hauptkapitalgeber reingegangen sind. Der ein oder andere macht den Namen kennen. Das ist ja ein Unternehmen, was sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigt. Und die haben zusammen mit IBM ja die Ausschreibung des Bundes bei der Schaffung des digitalen Impfpasses gewonnen, wo sie genau mit ihrer Blockchain-Expertise entsprechend dort hervorragend als Partner von IBM zusammengearbeitet haben. Sie haben gesagt 2, ich würde gerne noch 3 nennen, aber die mache ich ganz kurz, weil also über Erfolgsstories redet man natürlich auch immer gerne. Wir haben das Unternehmen Cronext, das ist ein Unternehmen, was wir auch schon seit, ich meine, 2014 finanziert haben. Das ist eine Handelsplattform für hochwertige Uhren. Als Start-up angefangen mit 2 Gründern, mittlerweile über 100 Mitarbeiter mit Sitz in Köln, Zug in der Schweiz und in London. Und die haben jetzt auch, das ist Presse bekannt gegeben, dass sie spätestens bis Herbst diesen Jahres über ein IPO sozusagen an die Börse sich listen lassen. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, ob die aufgerufenen Bewertungen alle sich realisieren lassen. Das müssen wir dann die Börse entscheiden lassen. Aber auf jeden Fall zeichnet sich da auch ein sehr erfolgreicher Exit ab. Exit ist das nächste Stichwort und dann bin ich auch fertig mit dem Beispiel Cynion. Mr. Pinkwart kennt den Fall aus unseren Gremiensitzungen. Er ist ja auch unser Verwaltungsratsvorsitzender. Es ist ein Unternehmen aus dem Life-Science-Bereich, Biotech-Bereich, in dem wir seit schon 2006 drin sind. Und da haben wir 2020, nachdem wir das Unternehmen über mehrere Finanzierungsrunden weiterentwickelt haben, jetzt dann an einen strategischen Investor, der das Unternehmen dann in die nächste Phase schieben kann, sehr erfolgreich dann verkaufen können. Und Dortmunder Unternehmen, was da ganz hervorragend ein Proof of Concept für sein Businessmodell darstellen konnte. Also ganz beeindruckende Unternehmen mit einem starken NRW-Bezug. Und insofern, Herr Minister Pinkwart, was macht NRW als Standort für Gründer so erfolgreich? Und auch so, was macht es hier für die Ansiedlung so attraktiv? Ja, ich denke, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen ganz tolle Köpfe haben. Die sind entscheidend, um zu exzellenten Ideen, zu Inventionen zu kommen, die weltweit auch gefragt sind. Wir haben hier einen der dichtesten Wissenschafts- und Forschungsstandorte in Europa. Wir haben 770.000 Studentinnen und Studenten.
davon auch einen erheblichen Teil in Naturwissenschaften, in Mathematik, Informatik. Wir haben hier spannende Themen, also die Themen, die jetzt gebraucht werden, gerade auch mit Blick auf die Transformation der Industrie durch Digitalisierung und Klimaschutz. Die Themen bearbeiten wir alle hier in Nordrhein-Westfalen an unseren Instituten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, ob das Thema Wasserstofftechnologie ist, ob es das Thema künstliche Intelligenz ist, ob es das Thema 5G ist, ob es das Thema Cybersecurity ist. All diese Zukunftsthemen, die die Unternehmen jetzt ganz massiv herausfordern und verändern, die werden hier in unseren Forschungseinrichtungen und Hochschulen bearbeitet. Und wer hier gründet, der hat den großartigen Vorteil, dass er auf der einen Seite sehr schnell auch seine Kunden findet im B2B-Bereich, weil hier ist die Industrie, hier sind die Hidden Champion, hier ist der große Mittelstand. Bei uns fängt der Mittelstand nicht, also der bewegt sich weniger bei unter 250, also nach der EU-KMU-Definition, sondern der Mittelstand bewegt sich hier 1000 aufwärts Mitarbeiter. Das ist hier der nordrhein-westfälische Mittelstand. Und die sind schon in der Lage, mit neuen Technologien umzugehen. Die sind auch in der Lage, mit Startups zusammenarbeiten zu können. Und die erkennen auch den Wert, den sie daraus erzielen können. Da gibt es eine große Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, Dinge auszuprobieren, Dinge voranzutreiben. Ich denke jetzt zum Beispiel mal auch im Bereich Smart Farming. Die Großen wie Klaas, Lemken und andere. Das sind Weltmarktführer in ihrem jeweiligen Segment und die arbeiten natürlich auch mit Startups zusammen, wenn die denen KI oder andere Impulse geben können und sie können es sofort skalieren. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Man findet also schnell seine Kunden auf kürzesten Wegen. Wir müssen dann zweitens sehen, wenn ich diese Produkte herstellen will oder Services, brauche ich gute Mitarbeiter. Die Mitarbeiter finden wir hier in Nordrhein-Westfalen, dank der vielen Studenten, Absolventinnen und Absolventen, aber auch guter Facharbeiter. Darf ja nicht verkennen bei manchen Themen, ich denke an Elektrolyseure und andere Sachen, da brauche ich schon gute Fachkräfte, die dann in der Lage sind, auch diese Maschinen zusammenzubauen. All das finden wir hier. Über manche Strecken haben wir zugesehen, wie diese tollen Leute dann nach Süddeutschland gewandert sind, obwohl sie lieber hier arbeiten und leben würden. Wenn die genügend Möglichkeiten finden, hier eine Arbeit auch zu haben, bleiben die sehr gerne in Nordrhein-Westfalen. Und insofern finden die Start-ups ihre Kunden, aber sie finden auch ihre wichtigen Ressourcen, vor allen Dingen die Mitarbeiter und Mitarbeiter. Sie finden ihre Ideen hier, die klugen Köpfe und dann die Vernetzung. Und das sind die Ökosysteme. Und da hat hier auch schon sehr viel stattgefunden. Das versuchen wir zu verstärken. Dazu trägt auch jetzt die Initiative NRW-Bank bei. Da haben wir einen gewissen Nachteil, weil wir eben so groß sind. Da verliert man auch schon mal die Übersicht. Da haben es kleinere Standorte leichter vielleicht, das abzubilden. Aber das versuchen wir zu kompensieren, indem wir vernetzen, indem wir auch einen gemeinsamen Geist versuchen zu entwickeln, der sich aufeinander bezieht. Nicht mehr nur eine Stadt für sich, sondern in einem regionalen Kontext. Und hier ist mir noch mal ganz wichtig hervorzuheben, dass sich Nordrhein-Westfalen eben nicht definieren kann, alleine aus verschiedenen Landesteilen und Teilregionen und unzähligen tollen Städten und Kreisen, sondern Nordrhein-Westfalen muss sich auch nach außen vermitteln als neben London, Paris und Moskau größte Metropolregion Rhein-Ruhr mit 12 Millionen Einwohnern. Mit kürzesten Wegen in einer Stunde kann ich die alle erreichen mit ÖPNV. Das geht. Und das müssen wir auch noch viel stärker sagen, weil dann die Fühlungsvorteile sichtbarer werden für die, die hier auch hierher kommen wollen, auch für internationale Teams, die dann in Nordrhein-Westfalen ihr Start-up gründen wollen, weil sie wissen, hier finden sie die Kunden, hier finden sie die Ressourcen, hier finden sie die kurzen Wege. Und insofern sind ihre Erfolgsgeschichten, Herr Stölting, genau die, die wir vermitteln müssen, sagen können, das geht hier alles. Hier findet man die Netze, hier findet man die Unterstützung. Und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, das ist ja so ein Schneeballsystem. Ja? Je mehr erstmal da ist und hinzukommt, dann lebt das System aus sich selbst. Man muss auch Erfolge erzielen, weil mit jedem Erfolg kann man reinvestieren. Ja, das ist ja das Spannende, macht ja auch die NRW-Bank, machen die Fonds, machen auch Private, die hier erfolgreich geworden sind, ihre Firma vielleicht verkauft haben oder Teile davon, die dann reinvestieren in neue Startups. Und ich glaube, da ist Nordrhein-Westfalen jetzt
genau auf dem richtigen Weg und bin da sehr optimistisch. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Dr. Irina Staats-Granzer, die auch gegründet hat. Allerdings ist das schon eine ganze Weile her und es war auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Und Sie haben auch nicht mit VC gegründet, haben aber trotzdem einen sehr, sehr starken Bezug zum Thema VC. Und den würde ich Sie bitten, jetzt einmal ganz kurz ein bisschen darzustellen. Ja, ich stehe hier für den Bereich Life Science. Ich habe lange Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, aber auch in der Biotechnologieindustrie und dort tatsächlich auch Biotech-Unternehmen geleitet, die VC-finanziert waren, beziehungsweise durch ein Family Office. Das heißt also, ich habe von der operativen Seite die Erfahrung und habe vor 15 Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet. In der Tat nicht in Nordrhein-Westfalen, obwohl ich Nordrhein-Westfälin bin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen und dann hat die ZVS mich außer Landes geschickt. Ich arbeite heute mit VC-finanzierten Biotech-Unternehmen aus aller Welt und helfe bei der Unternehmensentwicklung, bei der Bildung von Strategien, aber auch bei der Kommerzialisierung. Und in dem Zusammenhang habe ich eben ganz viel mit jungen Unternehmen zu tun, sehe, welche Fragestellungen und Probleme die haben, aber auch, welche Erwartungen ein VC an sein Unternehmen stellt und wie er das Ganze fördert. Und wichtig ist ja am Ende des Tages, und es klang aus Ihren Beiträgen ja schon an, aus der hervorragenden Grundlagenforschung die Dinge herauszupicken, die ein gutes Potenzial für eine kommerzielle Anwendung am Ende des Tages haben. Da ist die Entscheidung manchmal nicht einfach, weil es gibt so furchtbar viele gute Ideen und man kann leider nicht in alles investieren. Und insofern muss man immer die guten Sachen herausfischen. Und da traditionell Europa generell schwächer dasteht im VC-Kapital als USA zum Beispiel, ist jede Initiative, um in der Richtung was zu tun, plus, wie Sie es ja auch beschrieben haben, junge Unternehmer dabei zu begleiten. Wie mache ich das überhaupt? Wie gründe ich ein Unternehmen? An was muss ich alles denken? Und wie entwickle ich das weiter? Das sind eigentlich die wesentlichen Bausteine. Sie sind ja jetzt Mitglied bei uns im Venture Circle. Was hat Sie motiviert, da mit dabei zu sein? Ja, ich sehe gerade den Bedarf, dass junge Unternehmen Hilfestellung bekommen. Sowohl inhaltlich, operativ, als auch dann vom Kapital her, um eben die Lücke zu schließen zwischen Grundlagenforschung und dem Stadium, wo dann die Industrie das Potenzial einer Erfindung, einer Technologie erkennt und diese dann übernimmt. Und dafür braucht es eben Leute mit Visionen, die erkennen, wo ist das kommerzielle Potenzial und diese junge Firma da begleiten. Ich war dann sehr begeistert, als es hieß, die NRW-Bank setzt einen VC-Fonds auf. Und ich sehe da einen großen Bedarf und deswegen freue ich mich, dass ich da mitarbeiten darf. Was haben Sie sich vorgenommen? Was möchten Sie speziell in diesen Fonds einbringen aus Ihrer Expertise heraus? Ich finde es wichtig, dass man bei der Vielzahl der guten Ideen tatsächlich die herausfiltert, die auch ein kommerzielles Potenzial haben am Ende des Tages. Ich habe durch die Vielzahl der Unternehmen, mit denen ich arbeite, aus aller Welt, denke ich, einen ganz guten Überblick, wo geht die Pharmaindustrie hin, was sucht sie, wo ist der Bedarf, was brauchen die Patienten. Ich möchte gerne einbringen, diese Sicht vom Markt, aber auch von der Kenntnis, mit welchen Problemen schlagen sich Biotech-Firmen herum. Was brauchen die, wie kann man denen die Hand reichen, damit daraus dann ein erfolgreiches Unternehmen wird. Hoffentlich sowas wie BioNTech. Jetzt ist die Szene ja immer noch sehr männerlastig, sowohl auf Investoren- als auch auf Unternehmensseite. Was würden Sie Frauen sagen, die überlegen, ob VC für sie in Frage kommt überhaupt? Also ich glaube, dass Frauen zu schnell angefasst sind oder den Fehler bei sich suchen. Sie trauen sich einfach nicht. Die überlegen lieber dreimal mehr, ob das wirklich eine gute Idee ist und ob sie wirklich diesen Schritt machen wollen oder nicht. Und wenn es dann eine Ablehnung gibt, weil irgendein Investor sagt, ach nee, das ist jetzt nichts für mich, dann ist man schnell bei der Hand zu denken, die Idee ist nicht gut. Aber vielleicht liegt es nur daran, dass für diesen VC diese Idee zum jetzigen Zeitpunkt gerade nicht die richtige war. Insofern, ich glaube, das Wichtigste ist, traut euch und versucht's. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Musik